Wir fahren heute Audi RS3 in Catalunya Rot. Wo ist denn hier der Start-Stopp-Knopf? Als allererstes eine Launch Control. ESP aus. S1. Fuß auf die Bremse und gleichzeitig aufs Gaspedal. Ja, der geht gut. Sagen, Launch Control Test hat er bestanden. Laut Werksangabe ist er von 0 auf 100 in 4,3 Sekunden. Dazu helfen dir 367 PS auf 465 Newtonmeter maximales Drehmoment. Die Karre ist derzeit komplett ausverkauft. Also du kriegst keine, wenn du eine haben willst, wenn es um eine Neukonfiguration geht. Du kannst allerdings beim Händler einen kaufen, wenn da schon eine steht. Gebraucht oder neu. Also in Deutschland gibt es schon noch ein paar. Die sind aber ein bisschen teuer. Lohnt sich der Preis? Die Frage werden wir nach unserem kleinen Test beantworten. Alles klar. Also was mir direkt auf Anhieb auffällt, ist, dass dieser Seriensound echt schon so gut klingt. Ich bin ja normalerweise so ein Verfechter von einem Abgasanlagenumbau beim Serien, weil die Serienabgasanlage mir eigentlich nie zusagt. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich hier jetzt noch großartig verändern möchte. Also du kannst da natürlich noch Lautstärke draufpacken, aber das Klangbild an sich, das ist so schön einfach, ja, das klingt einfach gut. Ich finde, Audi hat sich da echt was zugetraut, was funktioniert. Und dafür Chapeau Audi, das musst du dir erstmal zutrauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Wagen so beliebt ist, weil er so einen geilen Sound hat. Was haben wir denn hier? Was denn das? Ist das etwa ein Tunnel? Tunnelkanner. Kurve. Ich glaube, die Werksangabe stimmt. Also, rundum gelungen, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Ich habe schon mal erwähnt, dass die Karosse jetzt nicht so mein Favorit ist. Ich denke, als Limousine wird der RS3 schon noch kommen. Und dann denke ich, wenn die ganzen Japaner, US-Amerikaner auf den Zug aufspringen und den RS3 genauso geil finden wie die Deutschen. Es ist, macht Spaß. Also, ganz ehrlich, wer die Kohle hat, kriegt hier echt ein ziemlich geniales Auto. Unterscheidet sich zum S3, also den Vergleich kann ich ja ziehen, weil ich den S3 ein Jahr gefahren bin. Der ist sehr, sehr deutlich. Mein S3 war leistungsoptimiert, der lief ja auf 380 PS und 500 Newtonmeter. Und da kommt der hier im Serienzustand schon echt gut ran. Ich würde sagen, obenrum fehlt halt noch ein bisschen Dampf. So ab 200 könnte der schon noch so ein bisschen Leistungskur benötigen. Also so ein bisschen Testosteron-Injektion würde dem schon ganz gut stehen. Echt gut. Die
die ganzen Stickereien und die RS3-Applikation in den Sitzen zum Beispiel oder auch am Lenkrad, die zeigen dir ganz deutlich, dass du in einem top motorisierten Fahrzeug sitzt. RS und S ist eine Spanne, die da schon sehr deutlich zum Vorschein kommt. Also das ist tatsächlich ein echter RS. Der Flo läuft ins Mädchen.